Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Ja, wie ihr hier schon seht, ich bin wieder nicht alleine, sondern zusammen mit dem guten Omnibusfahrer. Hallöchen. Das heißt, wir werden uns wieder Koop-Missionen zuwenden. Und zwar haben wir hier dieses Mal so einen netten Überfall. Ziel ist die Templersteuer. Und was heißt das jetzt im Detail? Im Tempel habe ich Notre Dame geplündert, also Notre Dame, und schmuggeln die Wertsachen durch die Kanalisation zum Hotel Dieu. Bergt die Artefakte. Vorsicht, eine Desynchronisation wird die Erinnerung zurücksetzen. Unentdeckt bleiben, um die Belohnung zu maximieren. Das klingt ja, dass da unentdeckt bleiben, glaube ich. Das klingt danach, dass ich einfach draußen bleibe und du machst ja alleine. Du bist am besten unentdeckt. Ja, es ist, ja, nee. Eieiei. Geht so schief. Wie oft haben wir das mal? Wir haben eine halbe Stunde Zeit, Wir werden das schon versaubeuteln. Heißt denn in den Hosen? Das Hotel Dieu, das älteste Spital in Paris. Es ist Jahrhunderte älter als die berühmte Kathedrale Notre Dame auf derselben Straße. Krankenhäuser, wie wir sie kennen, waren noch nicht erfunden. In diesem Spital wird man vermutlich eher krank als gesund. Die Templer schmuggeln gestohlene Artefakte aus Notre Dame durch die Kanalisation des Gebäudes. Geht rein und holt euch die Beute. Ja gut, wir dürfen nur nicht sterben. Sie ist ja unentdeckt bleiben, maximiert die Beute und nicht, wir haben verkackt, sobald wir entdeckt wurden. Ja, genau so ist es. Ja. Da hinten bist du. Ja, da hinten steht ein Rollwagen und ausnahmsweise mal nicht quer. Da habe ich gedacht, da hüpfe ich jetzt einfach mal rein. Ja, ich versuche mal irgendwie. Ach nee, der hüpft woanders hin. Ich habe aber ganz schwer das Gefühl, dass sobald ich hier rausgehe, bin ich entdeckt. Scheiße, wir können jetzt zurück. Halt, andersrum? Nein. Ach so. Schon verkackt. Okay. So, also so viel zum Thema Maximieren der Beute. Ich dachte jetzt eigentlich, ich mache den Wagen für dich frei und töte den mal ganz still und heimlich. In dem Moment dreht er sich um und ich bin in der Aussteiganimation gefangen. Das war natürlich dann noch weniger sinnvoll als wie groß ist befürchtet. Dein Balken bei der Belohnung? Ist der immer noch voll? Nö, nicht ganz. Es fehlt ein bisschen was. Ja, weil bei mir zeigt er noch ganz voll an. Oh, ich habe Medizin bekommen. Man sieht aber auch gar nichts hier. Ja, nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, wir müssen irgendwo in den Keller runtergehen. Mhm. Oh, so ein Ding mehr. Alles ruhig. Hallo, ist da wer? Oh, ich sehe gar nichts. Hier drüben ist noch so ein Eck. Hier unten geht's weiter. Ah, okay. Alles schwarz. Wo bist du? Hinter der Tür. Wer sich uns entgegenstellt, stirbt! Oh. Okay. Du hast ihn gut angelockt. Mhm. Was ist da drin? Läuft da jemand? Oder sind wir von da gekommen? Nee, wir sind ja runtergegangen. Gekommen sind wir von weiter oben.
Warte mal, da sagt doch jemand was. Ja, komm her, komm her, dann kann ich dir eine kleine Bauchschmerztablette geben. Ah ja. Den hast du mal, dem hast du schön um die Ecke geholfen. Wo bist du jetzt? Den Gang runter, ans Ende vom Gang. Ah, gut. Da vorne, wo man durch die Gittertür geht, oder? Ja, nö, ich bin da, ja, genau, also da halt außen rum. Okay. Jetzt dachte ich, du bist in dem Zimmer unten noch irgendwo raus. Nee, da habe ich jetzt keinen weiteren Ausgang gefunden. Ich kann jetzt echt nur nach Karte gehen, ich sehe sonst gar nichts. Alles schwarz, irgendwie ist der Monitor viel zu dunkel eingestellt. Ja, also irgendwie, also es ist schon dunkel, aber... Irgendwo ist eine Glocke, aber die scheint weiter oben zu sein, oder? Da rechts ist dann einer. Sieht er mich? Ist jetzt wohl noch nicht. Aber da kommt gleich um die Ecke noch. Ja. Warte, ich schau mal, vielleicht kann ich den von hinten erledigen. Würde sich zumindest gerade anbieten. So. Ja. Er ist leise. Ich glaube, ich häng fest. Nee. Hast du noch welche? Ja, da hier war noch einer, den habe ich jetzt angehopst. Okay. Den der andere, nachdem du den anderen da entsorgt hattest. Also hier haben wir Stehlen in der Kiste. Haben wir die Stelen an uns genommen, was auch immer Stelen sind. Ach, jetzt haben wir das Gebiet einfach nur noch verlassen. Okay. Ja, das klingt ja einfacher, als es sich wahrscheinlich gestalten wird. Das werden wir sehen. Oh, du teleportierst dich, du beamst dich hier gerade frech durch die Gegend. Okay. Das schaut sehr interessant aus. Weil jedes Mal, wenn ich nachkomme, bist du in der nächsten Ecke weiter vorne. Das ist der Mr. Beam. So. Und da vorne ist der Ausgang. Ich hab noch genügend Dietrichus. Ja, Gott sei Dank. Okay, und da steht noch eine Wache. Machen wir auch noch leise und dann sagen wir guten Tag. Dann haben wir ja schon relativ. Ups. Irgendwo entdeckt mich da sieht mich so ein dummer Schütze. Der ist da irgendwo da oben. Oh, weg hier. Na komm, was ist los? Warum rennt er nicht mehr weiter? Du bist noch drin? Ich bin noch unten, sagen wir mal so. Ich hab da vorne eine Tür aufgemacht, da kannst du raus.
Achso, nee, ich bin draußen. Das. Achso, okay. Von hier. Ach Mann! Keine Sorge, den treffen wir von hier. Ach komm, dann geh sterben. Okay, komm raus hier. Komm zurück und kämpfe! Ja gut, das waren dann immer noch etwa so 60% oder so. Warte, ihn lassen einen fortfahren. Einfach so. So schlecht waren wir doch jetzt gar nicht. Nein, was gibt dir das Recht dazu? Also wir haben nicht total versorgt. Nur ein bisschen. Ja, es ist, also mal abgesehen von ganz am Anfang und ganz am Ende lief es eigentlich zwischendrin so in der Mitte so ein kurzes Stück ganz gut. Ich auch so. Ja. Ja, aber da machst du nichts. Und das haben. Was macht denn der Dieb? Du rennst doch nicht zu, dann komm kuscheln. Tja, du böser du. Das Gruppe beitreten, warte auf andere Spieler. Niveau, was? Du bist doch noch da. Und du bist doch gerade gerannt. Also, ich da, ja, ich bin noch da. Ja, ja. Gut. Das war also die Tempelsteuer, die wir jetzt da eingetrieben haben. So, dann hatten wir hier, es werden Köpfe rollen, haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit der Höhlenmaschine. Die hat man noch nicht gemacht. Oh, die ist interessant. Das klingt gefährlich. Okay, aber dann laufen wir da mal hin. Wir haben genug Zeit. Wie? Was? Da ist ein Dieb. Du bist mein Dieb. Wie? Ich bin nicht gemäßigt. Ich bin total radikal. So. Sag dir einfach gemäßigter zu mir. Ich glaube, ich muss hier durch. Warte, da ist ein Einkaufskaufhaus. Ich gehe kurz einkaufen. Ja, tu das. Jawohl. 12.000. Irgendwie wird das alles immer teurer. Ja. Irgendwie schon. Ich verzichte ja immer noch auf Betäubungsbomben und Granaten, weil ich Angst habe, also nicht Granaten, diese Giftgas-Granatenteile. Weil ich Angst habe, mich selbst zu betäuben und selbst zu vergiften. Ich kenne mich. Das sind so die Sachen, die schmeißt man und dann kommen sie gegen die Wand und man denkt sich, dass. Man denkt sich dann, man spielt schön Flipper damit und. Am Ende ist es dann, kommt das Ding wieder zurück wie ein Bumerang. Dein Schwert leuchtet zu hell. Kannst du eigentlich mit so einem hellen Schwert in dunkler Nacht schleichen? Naja, schleichen schon, die dürfen mich halt nur nicht hören. Ich muss halt dann meine Stöckelschuhe ausziehen. Warte, da hinten ist wer zum Töten. Ich dachte, du hast eingekauft und brauchst jetzt nicht zurück. Was mir aufgefallen ist, wenn ich nur noch ein Medizin habe und unbedingt Medizin will, dann kriege ich keine. Wenn Medizin voll ist, weil ich gerade einkaufen war, dann haben sie plötzlich alle Medizin dabei. Mysterious. Weg da!
Ihr missbraucht das Gesetz. Oh, merci. Dieu vous le rendra. Pour la fraternité entre tous. Hat da irgendwer gerade behauptet, wir missbrauchen das Gesetz? Das glaube ich nicht. Also ich habe nichts gehört. Ich hoffe mal für denjenigen, dass es nur Einbildung war. Ja, denke ich auch. Aber diesmal haben sie Medizin dabei. Ich finde das... Das ist faszinierend. Die füllen meine Medizin wieder auf, obwohl ich noch gar keine gebraucht habe. In der heutigen Sitzung. Sag mal, wie viel Medizin kannst du eigentlich aufbewahren? 7 oder so. Also nicht so ultra viel. Aber für den Moment genug so. Wir sind bei der Höhlenmaschine. Juhu. Napoleon vor einem Mordanschlag beschützen und die Royalisten finden, die dahinter stecken. Warum Napoleon vor einem Mordanschlag beschützen? Das wäre das gleiche, wie man den kleinen, schnauzbartigen Österreicher beschützen würde vor dem Krieg. Der hat genau die gleichen Gräueltaten begangen. Naja, gut, also... wollen wir mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und noch ist er ja ein kleiner Lieber. Komm, öffentlich. Halt, nein, nicht öffentlich spielen, privat spielen. Naja, okay, wir sind sowieso zwei. Passt. Hier im 20. Dezember 1800 Macht Paris, mit den Karren. Frankreich. Bonaparte wird diesen Weg nehmen. Was ihr nicht sagt. Unser Herr und Erlöser persönlich. Ja, ja, bloß nicht zu spät zur verflixten Oper kommen. Und der Krieg beginnt nicht vor dem 5. Akt. Napoleon Bonaparte, der künftige Kaiser von Frankreich. Doch heute geht er nur zur Oper. Der Einsatz von Kanonen auf den Straßen von Paris machte Napoleon berühmt. Feuer! Lang lebe der König! In großer Unterzahl stoppte er einen übermächtigen Vormarsch der Royalisten auf den Nationalkonvent. Auf eure Position! Daraufhin planten die überlebenden Royalisten einen Anschlag auf Napoleon. Das Kernstück des Mordkomplotts war eine improvisierte Sprengladung, die liebevoll die Höllenmaschine genannt wurde. Beschützt Napoleon vor den Royalisten. Du, genug, was ich sage. Ja. Napoleon darf nicht sterben und die Royalisten dürfen nicht an die Macht kommen. Du gehst links, ich gehe rechts. Ja, machen wir so. Die Schützen entlang Napoleons Weg ausschaltet. Es ist nichts gestorben. Hier wird nicht gestorben. Schritt weiter. Das macht, was man euch sagt. Dich doch selber. Ist der da drin? Oder oben drauf? Bei dir drüben gegenüber ist er da oben drauf. Okay. Halt. Nee. Scheiße, der ist innen drin. Ja, okay, und bei mir ist auch einer irgendwo hier. Nee, oh Gott, alles. Also gut. Machen wir es eben so, wenn es nicht anders geht. Kommst du hoch oder? Nein, der bleibt hoch. Steckst du? Oh, wer ist das? Aua! Schon müde? Hast du eine Verschnaufpause? Was zum... Verdammt, eine Leiche! Falsche Taste. Moment, der ist ein zweiter unten. Nein.
Halt, ist hier noch eine? Nee. Au, scheiße, schießt du mich da einfach runter, spinnt der oder was? Ey, ich will nicht da rein. Au, au, au. Mach schon, komm raus, damit ich dich sehen kann. Ich bring dich um. Bin an eurer Seite. Die sind schon halt tot. Wie jetzt? Wow. Jemand hat von der anderen Straßenseite auf die Bombe geschossen. Geht darüber und sucht nach Hinweisen. Na super. Halt. Natürlich wieder Sperrgebiet, saugeil. Nach Hinweisen suchen. Ich muss hier mal durch. Diese Wachen sind nicht ohne Befehl hier. Findet heraus, wer den Befehl gab. Von denen war es keiner. Na, wer stellt denn da die Blumenstrauß hin? Was war denn das? Seltsam. Jetzt kommst du mich besuchen hier? Das ist eine blöde Idee, mein Junge. Das ist eine ganz blöde Idee. Ja, gut, dann komm du auch. Ist mir recht. Oh, ups. Einen Moment mal. Warte mal, was gibt's denn hier? Na toll. Was ist passiert? Bin eine Tür umsonst aufgemacht. Hast mich nicht gesehen. Du hast nicht das geringste gesehen. Wer sich uns entgegenstellt, stirbt. Seltsam. Ja, wo denn? Sterben hier wie die Fliegen. Kann ich eigentlich fast gar nichts dafür. Überanstrengt euch nicht. Brüder, die Zeit wird umso leichter ist. Ja, die Triche sind voll. Gut. Das hat der Mutbürger gesagt? Ich habe ihn nicht verstanden. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Was ist das denn? Aber da hinten sind noch mehr. Da macht noch wer gestanden. Irgendwo hier muss aber entweder hier oder im Nachbarraum. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, da drüben müssen wir stehlen. Was ich? Im Nachbarraum, im Nebenzimmer. Ja, und durch dieses Fenster raus. Was? Wo? Du hast mich nicht gesehen, Vollpfosten. Weh, du schießt mich jetzt runter, dann werde ich's richtig sauer.
Mich wirst du nicht los! Das ist scheinbar die Operationsbasis der Royalisten. Sucht nach Hinweisen darüber, wer hinter dem Angriff steckt. Verräter! Eine Schuhe! Oh. Dafür wirst du bezahlen! Von hier kann man interagieren. Da muss irgendwas sein. Sucht weiter. Ja, wir suchen, ja, wir suchen, ja. Ihr habt einen Ort. Wir müssen noch wissen, nach wem wir suchen. Ah ja, okay, den Ort hätten wir dann schon mal. Oh ja, kommt her, ihr Templer oder was auch immer ihr seid. Ja, hierher, komm. Gut. Hey, komm schon, ich will dich endlich Bauchschmerztablette machen. Ob das wem aufgefallen ist? Nö. Und der da hinten, der steht nur rum. Hier ist sogar die Laterne hängt noch da. Headshot. Hallo, gehst du dich mal verstecken? Na also, geht doch. Was machen wir jetzt eigentlich noch hier drin? Wir brauchen noch das Wehr. Wir haben ein bisschen... Hoppla. Moment mal. Wir wissen jetzt wo, aber wir wissen noch nicht wer. Was war das? Du bist kein Patriot. Aber du bist tot. Das ist... Das heißt, wir haben doch im Innenhofbereich irgendwo noch mal was Großes, wo wir dann rausfinden müssen, wer nun der böse Schlawiner war, der hinter dem Angriff auf den Aparten Bonn gilt. Oder ja, so ähnlich. Geht's jetzt hier raus? Ist doch nicht irgendein Fenster, muss man doch hier aufmachen können. Die Frau steht einfach nur da und schaut komisch. Ich wundere, dass sie nicht schreiend weggelaufen ist. Warum? Wir fallen doch gar nicht auf. Also, ich habe schon gesagt, wobei, also, ich bin ja der Meinung, das Mausgrau, das ich hier so anhab, das ist schon extrem auffällig. Ich sollte mich irgendwie mal meine Klamotten umfärben in Schweinchenrosa oder sowas. Mhm. Das wäre vermutlich weniger auffällig. Man überall Fenster, aber kein offenes. Man kann keine Fenster einschmeißen, aber zumindest ist da auch irgendwo noch eine Treppe, die man runtergehen kann. Mist. Na toll, die Treppe war ganz vorne. Aber hier ist auch noch eine Treppe, oder? Ach nee, das ist ein Untergrundeingang. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Wir hatten noch das Fenster, an dem wir uns entlang geangelt haben. Da kommen wir doch raus. Aber das liegt auch schon 100 Kilometer zurück. Ja, da können wir gleich die Treppe runternehmen. Wo? Ja. Ach nee, das ist ein Liebespärchen. Na komm. Doch noch eine. Hanno versteckt sich auch immer irgendwo an den unmöglichsten Stellen, wo ich dann nicht mehr sehe, wo er sich versteckt. So. War wir hier nicht auch schon mal mit den Franzosen? Nee, das war nicht. Ding. Österreicher. Also hier waren auf jeden Fall definitiv schon Missionen gewesen. Wohl. Informationen beschaffen. Wo soll der denn sein? Er bindet sich gerade seine Schuhe zu. Das war jetzt sein letzter Stiefel. Ah!
mal hier rüber. Danke. Psst. Verdammt! Jemand hat mich schnell erwischt. Ah, den hast du kaputt gemacht, okay. Nein, das war nur einer. Mann, das hätte so schön leise sein können. Also gut, dann machen wir es eben wieder laut. Hey, ich muss hier durch. Was war denn das? Verräter, schlag dich tot! Hab ihn! Was tust du? Was ist los? Los! Du zielst nicht mit deiner Pistole auf mich, aua! Hoffentlich hast du ein Pferd in der Nähe. Dann kann ich gemütlich zurückhalten. Weiß ich nicht. Moment. Kurz da rein und mal gucken, ob wir von irgendwem hier noch Informationen beschaffen können. Ja, dann komm raus aus dem Fenster und kämpf mit mir, du Vollpfosten. Toll. Ich bin bei euch. Warte. Du entkommst nicht, du Feigling. Eigentlich dürfte doch hier schon langsam keiner mehr stehen. Mach dann trotzdem mal die Glocke kaputt. Nein, das ist was anderes. Ja, das ist eins von den ganz tollen Rätseln, wo man erstmal persönliche Geschichte studiert haben muss. So viel kann doch da eigentlich gar nicht mehr sein, außer eben unten im Untergrund vielleicht noch, da wo diese komische Kiste steht. Hier oben auf der Lampe. Ach so. Wollt eigentlich da oben an das. Da kommen wir wahrscheinlich wieder nur da drüben in dieses Ding rein. Ich gehe mal runter in den Untergrund, vielleicht kommen wir da irgendwie rein. Mensch, du Frau, mach mir den Weg frei. Jetzt gehe ich zur Volksbank, da machen die den frei. Gitter und es schaut schwer so aus, als müssten wir irgendwie weiter runter. Aber die Treppe nach unten ist, glaube ich, außen. Ja. Direkt an der Mauer dran. Gut. Also in der Kiste. Irgendwer muss ja da dahinter stecken. Nein, aber die Kiste ist da noch und wenn ich sie ausräume, dann ist sie da nicht mehr. Und wenn sie da nicht mehr ist, dann wird sie mir nicht mehr auf der Karte angezeigt. Und damit ist es auf der Karte dann gleich wieder etwas übersichtlicher. Also, der Theorie nach. Ja. So. Aber... Ja, dann komm du doch her. Mensch. An dieser Stelle, ich bin schon wieder über der Zeit drüber. An dieser Stelle werden wir unseren Kampf und unsere Suche mal kurzfristig unterbrechen. Wir sind aber gleich wieder da. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss. Macht's gut.